Seit ein paar Tagen ist das Bistro in der Sprinttankstelle in Barleben geschlossen. Doch jetzt steht unter neuem Namen der Wiedereröffnungstermin fest. Unter neuem Vorzeichen wird ab kommendem Montag ein deutlich anderes Angebot vorgehalten. Hier legt die neue Küchenfachkraft letzte Hand an die notwendigen Vorbereitungen und der Betreiber der Tankstelle nennt die Gründe. Drei Döner in Barleben sind einfach zu viel. Und wir haben uns was anderes überlegt, was wir von Anfang an machen wollten. Eine deutsche Küche, ein bisschen was wir unseren Kunden anbieten, ein größeres Angebot. Und ich habe auch selber schon mal gekostet. Das ist sehr lecker, was da gekocht wird. Und davon muss man sich einfach selber überzeugen. Das neue Gesicht hinter der Theke ist Anne-Rose Siebert. Sie kommt aus Barleben und hat sich seit vielen Jahren Erfahrung in der Gastronomie erarbeitet. Und sie weiß ganz genau, was hungrige Gäste von einem Bistro erwarten. Unser Konzept sieht so aus, dass wir ein tägliches Angebot haben, was recht vielseitig ist. Man kann es ja dort auch erlesen. Und wir kochen zusätzlich jeden Tag zwei Gerichte, die dann natürlich täglich auch wechseln und dann dafür sorgen, dass man auch des Öfteren was anderes essen kann. Während es schon lecker duftet, erklärt Anne-Rose, was es in Zukunft so zu essen gibt. Eine Speisenkarte mit den wechselnden Gerichten für die kommende Woche ist auch schon gedruckt und wie durch Zauberei steht eine Hexensuppe auf dem Tisch. Verrät man uns das Rezept? Die Hexensuppe, das ist eine leicht scharfe Suppe, die sehr sättigt, weil die Zutaten darin dafür sorgen, dass man dann auch satt ist, wenn man rausgeht. Ein bisschen Baguette dazu. Ja, aber verraten das Rezept möchte ich eigentlich nicht, denn die Gäste sollen ja zu uns kommen, das probieren und dann vielleicht auch wiederkommen. Also dann, liebe Zuschauer, wollen wir uns natürlich nicht lange bitten lassen und auch mal kosten, wie die Hexensuppe so schmeckt. Ich glaube, Sie sollten das selber einmal probieren. Guten Appetit!